Jetzt kommt ein Video, auf das, glaube ich, sehr viele gewartet haben. Hallo ihr Lieben, ich habe etwas zu verkünden und zwar freue ich mich sehr, dass wirklich keine Woche vergeht, in dem nicht irgendjemand unter irgendeinem Video oder mir per Instagram oder sonst was schreibt, wann kommt die nächste Doc-Tester-Folge. Und das freut mich so sehr, dass ich gedacht habe, nach 6 Jahren müsste ich das ja unbedingt mal weiterführen, nicht wahr? Also vor ungefähr 6 Jahren endete die letzte Folge und zwar, ihr kennt mich ja, ich bin so ein Cliffhanger-Schwein. Jede Folge hörte mit einem echten Cliffhanger auf und der letzte war wohl ein bisschen sehr arg. Und ja, ich habe mir ganz fest vorgenommen, diesen Sommer das Ding zu drehen. Ab nächsten Sommer bin ich wieder so viel auf Tour, dass ich da wahrscheinlich weniger Zeit für habe. Deswegen muss ich es jetzt durchziehen. Und ich will noch nicht zu viel versprechen, nicht, dass es wieder an irgendwas mangelt oder so. Aber ich will euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich habe immerhin jetzt die Drehbücher fertig geschrieben. Sie werden noch ein bisschen überarbeitet, da wird bestimmt noch was dazu geschrieben werden. Aber alle, die mitmachen, sind informiert. Und wir knobeln gerade noch so die letzten Kniffe aus. Und wenn alles gut geht, dann werde ich das wahrscheinlich in der dritten Juliwoche drehen mit den ganzen Leuten zusammen. Und zwar in Berlin. Das sind schon mal die Infos, die ich euch rausgeben kann, die ich schon mal verrate. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber das will ich schon mal verraten. Die zweite Staffel wird 3 Folgen haben. Es wird also eine Trilogie. Es werden ein paar Leute mitspielen, die ihr kennt oder dann auch kennenlernen werdet. Ich will aber niemanden verraten, außer eine Person, die, wie sagt man so schön, eine Person, die leak ich schon mal. Und zwar ist das Santiago Ziesmer. Santiago Ziesmer, die deutsche Stimme von SpongeBob, Ferkel etc. pp., Steve Urkel, wird mitspielen in der 2. Staffel in der neuen Doc-Tessor-Trilogie. Es werden wahrscheinlich keine langen Folgen, so wie die letzten auch. Aber ich möchte für eure ganzen Treue und dass ihr wirklich noch wartet und dass ihr 6 Jahre ausharrt, möchte ich einfach euch auch eine würdige Fortführung des Ganzen bieten wenigstens. Und also möchte euch damit auch belohnen, dass ihr so hartnäckig bleibt. Und ich freue mich da wirklich tierisch drüber. Natürlich ist mein Algorithmus hier auf YouTube total verschossen und deswegen lohnt es sich, die Glocke zu aktivieren, damit ihr das mitkriegt, wenn dann die Doc-Tessor-Folgen auch kommen. Und vielleicht helft ihr alle mit, da würde ich mich auch tierisch freuen. Alle, die ihr kennt, die auf Doc-Tessor warten, sagt denen Bescheid, schickt denen dieses Video und verbreitet die frohe Kunde. Und dann gehe ich hin und erfinde. Ja, ich freue mich auf euch. So viel erstmal zu den Neuigkeiten über Doc-Tessor. Ich halte euch auf dem Laufenden, auch auf Instagram natürlich. Bis dann, euer Grieche.